Hallo liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zu unserem Format Auslaufen nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim MSV Duisburg, welches wir leider mit 2:0 verloren haben und damit auch punktlos aus der Partie gegangen sind. Ich freue mich aber heute trotzdem, dass ich Mo Dreger zu Besuch habe. Hallo Mo. Hi. Grüße dich. Wir haben uns hier im Ahorn Sportpark getroffen. Ich habe gedacht, so ein bisschen familiäre Atmosphäre ist vielleicht nach dieser Niederlage nicht schlecht. Ja Mo. Wie sehr schmerzt denn diese 0-2-Niederlage beim MSV Duisburg jetzt noch einen Tag später? Schmerzt sehr, da wir so vermeintlich vom Gefühl her die überlegenere Mannschaft waren. Gefühlt hat Duisburg zweimal aufs Tor geschossen, zwei schöne Treffer erzielt und du investierst so viel ins Spiel, hast so viel Ballbesitz und Pässe gespielt. Aber das zeigt uns halt mal wieder, dass Statistiken nicht alles im Fußball sind. Wäre eine vermeidbare Niederlage gewesen, sagen wir mal so. Wäre eine vermeidbare Niederlage gewesen. Das 1-0, aus meiner Sicht auch unhaltbar für Leo. Wie siehst du die Situation? Für Leo unhaltbar, mit Sicherheit. Hat er super getroffen. Ich denke, da muss ich mir das Tor auf jeden Fall auch ein Stück weit mit ankreiden. Der kommt da relativ unbedrängt, sage ich mal, zum Schuss, macht einen einfachen Haken und lässt mich aussteigen. Das darf mir nicht passieren, nicht in der zweiten Liga, nicht auf dem Niveau. Und trifft ihn satt, ne, muss man sagen. Auch kein Vorwurf an Leopold, fährt super ein. Fehler sind menschlich und passieren. Ist jetzt vorbei, das Thema sowieso, können wir nicht mehr ändern. Ne? Ja. Dennoch schön, Selbstkritik ist immer was Gutes, von daher schauen wir mal, wie es dann weiterläuft. Gut, in dieser Saison haben wir schon viele Tore geschossen. Gestern gegen Duisburg hat das leider nicht geklappt, da stand dann zum ersten Mal die Null. Ja, was hat gefehlt, um beim MSV Duisburg, was hat gefehlt, damit beim MSV Duisburg hätte ein Tor fallen können? Wir haben dieses Jahr über sehr weite Strecken viele Tore geschossen, viele Tore erzielt, aber auch viele Tore oder viele Torchancen uns erarbeitet. Und wir hatten auch viele Spiele, wo wir viele Tore geschossen haben, aber hätten theoretisch noch mehr schießen können. Gestern war das Problem, wir hatten in der Entstehung der Torchancen, hat es schon gehakt. Also wir sind quasi, wenn man sich das vorstellen kann, dass das drei Schritte sind bis zum Tor, sage ich mal, dann sind wir teilweise schon nach dem ersten Schritt oder nach dem zweiten Schritt hängen geblieben. Wir haben uns super rausgespielt aus engen Situationen, teilweise von hinten sehr schön. Trotz Gegnerdruck rausgespielt und dann hat uns einfach ja, der berüchtigte letzte Pass halt, ne? Der hat halt teilweise gefehlt und das war gestern erschreckend, muss man sagen. Viele letzte Pässe, die auch nicht mal knapp waren, die dann teilweise ins Ausgespielt wurden. Das ist auf jeden Fall, müssen wir uns auf jeden Fall ankreiden gestern. Das hat gefehlt. Ist das eine mentale Geschichte oder gibt es einfach solche Spiele, wo das dann passiert? Es gibt solche Spiele, klar. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir viele Tore geschossen haben und auch viele, ja, wie bereits gesagt, viele Torschüsse uns erarbeitet haben in den letzten Wochen. Aber ich würde auch sagen, dass das vielleicht auch ein Stück weit eine mentale Frage ist. Wir haben es gestern vielleicht nicht auf den Platz bekommen, diese Frische und auch die Konzentration dann auch in dem letzten entscheidenden Pass auf den Platz zu bringen. Dann kannst du halt auch nicht aufs Tor schießen, dann kommst du auch zu keiner Abschlusssituation, ne? Und dann hast du viel Aufwand um nichts. Passiert, alles nicht so schlimm, Spiel ist eh vorbei. Du hast aber gestern auf der rechten Seite wieder mal viel Dampf gemacht und aus unseren Augen her eine sehr gute Leistung gezeigt. Wie zufrieden bist du bislang mit der Zeit in Paderborn? Ich bin ja sehr zufrieden. Ich glaube, das ist jetzt unsere dritte Niederlage im 14. Pflichtspiel, 13., nee, 12. Ach ja, irgendwie ja, also mit Pokal. Unsere dritte Niederlage und wenn man die Niederlage in Pauli mal außen vor lässt, weil war ein Spiel, wo man einfach abhaken muss, dann ist das eine Leistung, mit der wir sehr zufrieden sein können. Und ich fühle mich wohl, ich stehe jede Woche auf dem Platz, ich bin gesund, ich bin fit. Jetzt, wie gesagt, müssen wir halt gucken, dass wir den nächsten Schritt gehen. Den berühmten nächsten Schritt. Ne? Der berühmte nächste Schritt, genau. Wenn wir jetzt mal die Stadt Paderborn mit der Stadt Freiburg vergleichen würden, welche du ja in deiner Jugend oder in deiner Jugendzeit durchlaufen hast in Freiburg, wie fällt die Bilanz zwischen beiden Städten bisher aus? Fühlst du dich wohl in Paderborn? Ich fühle mich sehr wohl. Ich würde sagen, beide Städte sind sehr ähnlich. Von der Größe her, auch Paderborn ist, glaube ich, auch eine Studentenstadt. Ich glaube, es ist eine Studentenstadt. Der Pluspunkt für Paderborn ist halt, dass man hier eine Umgebung
viele Großstädte hat. Ne? Man ist relativ zentral, man ist, ich sag mal, schnell in Köln, in Düsseldorf, man hat Bielefeld um die Ecke. Darf ich jetzt nicht so laut sagen. Er hat das böse Wort mit B gesagt. man kommt hier auch raus, wobei die Stadt an sich ja auch sehr schön ist. Ne? Also man kann hier viel unternehmen, man sieht auch viel mit dem Dom hier auch. Es ist super schön. Freiburg ist halt sehr idyllisch. Ne? Also ist auch sehr ruhig viel. Und Freitagabends 21 Uhr ist... Bordstein hochgeklappt. Ja. Ja gut, wenn man Fußballprofi werden will, ist das ja auch egal dann, ne? Ja, das ist richtig. Ist halt auch Ruhe dann und gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten dann drumherum, ne? Mal was anderes zu sehen. Aber es ist auch eine schöne Stadt. Also ich bin dort geboren, aufgewachsen. Ich kann mich nicht beschweren. Also würdest beide Städte empfehlen? Ja, ich würde beide Städte empfehlen. Damit kann ich leben. Vor allem freue ich mich, dass ich dir wieder mal ein Lächeln entlocken konnte nach der gestrigen Niederlage. Gut, schauen wir aber aufs nächste Spiel. Denn das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Mit Holstein Kiel empfangen wir den direkten Tabellennachbar. Die haben gestern auch unentschieden gespielt, glaube ich, gegen Ingolstadt. Wir müssen am Freitag um 18.30 Uhr gegen die antreten in der Bendler Arena. Was müssen wir tun, um endlich wieder einen Sieg einzufahren? Endlich? Ja, lassen wir mal den Pokal außen vor. Was müssen wir tun? Ich denke, wir müssen gar nicht so viel verändern. Ne? Wir machen es gut, unser Engagement stimmt, unsere Laufbereitschaft, unsere ja, Statistiken, sage ich mal wieder, sind alle sehr gut. Wir müssen halt konzentriert bleiben, über 90 Minuten, aber auch in den einzelnen Situationen die Konzentration hochhalten und probieren, den Angriff, den wir spielen, auch zu Ende zu spielen. Ob der Ball jetzt drüber geht oder daneben oder ob es eine Ecke gibt. Wir müssen einfach die Situation als Abschluss zu Ende bringen. Und noch effektiver sein und ja, einfach mutiger. Wir waren in Duisburg nicht mutig. Wir waren gestern nicht mutig. Das müssen wir uns ankreiden. Aber mit Kiel kommt wieder eine andere Mannschaft. Das ist wieder eine Mannschaft, die uns vielleicht liegt, weil sie auch ihren Prinzipien treu sind und Fußball spielt und mitspielt. Was uns natürlich auch Räume gibt dann auf der anderen Seite, aber halt auch brandgefährlich in die andere Richtung gehen kann. Ne? Jetzt muss ich von der Moderatorseite nochmal einen Haken schlagen. Was gestern natürlich 1A gewesen ist, ist der Support der Fans gewesen. Wenn du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte, also ja, Respekt also, von meiner Seite also, schon mal. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für den Support, war Wahnsinn. Ich habe auch gestern nach dem Spiel dann haben wir noch ein paar Trikots in unseren Gästeblock geschmissen, weil es nicht selbstverständlich, ne, dass... Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe auch am Anfang beim Barmachen, ne, haben die da ein Feuerwerk abgebrannt. Da habe ich glaube einen Klaus gefragt, sind das unsere? Ja. Ja, ich wusste das gar nicht. Ich habe das auch gar nicht erkannt, weil von der Farbe her, ne, die Schals und so war ähnlich mit Duisburg, Blau, Schwarz, Weiß ein bisschen so. Und ich wusste nicht, ob das unsere sind. Und also Hut ich habe die von der Hut ersten ab. Minute rausgehört. Ich muss dazu sagen, ich bin leider in Paderborn geblieben. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, Wahnsinn. Die spielen auswärts wirklich, und man hat nur die Paderborn-Fans gehört. Super. Also Support in den letzten wirklich Wochen. Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Überragend. Gibt immer noch mehr, vor allem zuschauerzahlenmäßig. Leute, nächste Woche Freitag, 18.30 Uhr. Der Tabellennachbar ist zu Gast. Wir brauchen 3 Punkte. Kauft Karten, kommt vorbei. Mo und die Mannschaft werden es euch danken. Ja, auf jeden Fall. Heute Abend noch Pokalauslosung. Kurze Frage, hast du einen Lieblingsgegner? Sag nichts Falsches jetzt. Ich hab also keinen Lieblingsgegner, ne. Also ich möchte mich da gar nicht festlegen. Also wir haben irgendwie, klar, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man Erstligist zieht, ne. Ich glaube, es sind gar nicht mehr so viele Zweitligisten im Topf. Aber ja, ich meine, mit Holstein Kiel hat man ja gesehen, was möglich ist, ne, gegen den Erstligisten. Das ging Freiburg. Ich meine, hier in Paderborn musst du auch erstmal gewinnen. Ne? Also das ist auch richtig. Wir haben eine Festung hier in Paderborn. Muss man auch erstmal gewinnen. Ne? Das stimmt, also das stimmt. Also ist es dir letztendlich egal. Hauptsache, ihr seid weiter und genau, alles wird gut. Genau. Hauptsache, wir sind weiter. Gut, dann in diesem Sinne machen wir schnell und kurz. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder bei der Analyse einschaltet und sagen bis dahin ciao, ciao, ciao. Ciao, bis Dankeschön. Bald und bis nächste Woche Freitag. Ciao.